In Bezug auf Autismus macht mich tatsächlich glücklich, dass man mehr Akzeptanz hat und auch, wenn man es dann gesagt hat, also seinen Freunden und der Klasse und genau. Meine Familie macht mich glücklich und dass ich ein gutes Klima bei der Arbeit habe und mein Job macht mir Spaß und ich bin gerne draußen und bewege mich gerne. Die Arbeit macht mich glücklich, dass ich mich in der Freizeit gut entspannen kann. Mich macht Musik sehr glücklich, das ist so mein großes Interesse, womit ich mich viel und gerne beschäftige. Ich habe auch eine so sehr große Musiksammlung, die ich immer sehr viel höre und mich viel damit beschäftige. Das macht mich sehr glücklich. Also ich denke, am meisten Probleme hat man als Autist, das ist meine Vermutung, in der Schule vielleicht, in der Mittelschule, wo sich die ganzen, ja, wo viele Gruppen zusammenkommen. Dort hat man vielleicht, das ist ja auch zu Mensch unterschiedlich, weniger Selbstbewusstsein. Bei mir hat sich das mittlerweile auch gut entwickelt, deswegen sage ich das immer direkt. Und dort finde ich, ist es vielleicht mehr vonnöten oder zumindest eine Hilfe, wenn mehr Förderprogramme existieren würden. Was würde ich mir wünschen in Bezug auf Autismus? Dass zum Beispiel die Mitmenschen untereinander ein bisschen mehr aufgeklärt werden, so in der Schule vielleicht auch, dass man ein bisschen lernt, auch dass Autisten anders sind und vielleicht andere Wahrnehmungen haben als normale Menschen. Und dass man vielleicht so ein bisschen, das wird ja auch immer häufiger Autismus, dass das vielleicht gar nicht mehr als so, dass man schon, sage ich mal, sagt, dass die Menschen Teil der Gesellschaft sind und nicht ausgeschlossen werden. Es hat mich in der Vergangenheit sehr unglücklich gemacht, dass ich meine Diagnose gar nicht hatte. Also ich habe meine Diagnose erst 2020 bekommen, mit 22. Das hat halt viele Probleme ausgelöst. Also ich wurde gemobbt, ich war einfach verwirrt, weil ich gar nicht wusste, was mit mir los ist, warum es mir so geht im Leben. Und seit ich meine Diagnose habe, ist alles so viel besser geworden und es hat sich sehr viel ins Positive verändert. Und ja, ich bin immer traurig, wenn ich darüber nachdenke, wie es früher gewesen ist. Weil wenn ich meine Diagnose einfach früher bekommen hätte, dann wäre bestimmt vieles anders gewesen und besser. Ich hatte damals in der Schule, als ich noch sehr klein war, hatte ich sehr viele Klassenkameraden, die mit dem Thema überhaupt nichts anfangen konnten und mich auch aufgrund meiner Schwächen und Schwierigkeiten gemobbt haben, ausgegrenzt und nicht wahrgenommen haben, aus meiner Sicht. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich offener damit umgegangen wäre. Also wenn ich das schon gleich erzählt hätte, dann hätten sich meine Mitmenschen vielleicht auch manchmal über meine Verhaltensweisen nicht gewundert. Also da hat man doch schon mal Sprüche bekommen so. Das war ein bisschen schwierig für mich. Das war so zu meiner Anfangszeit als Autist, so als ich gerade die Diagnose bekommen habe, so mit 15 oder 16. Ja. Naja, dass die Leute mir akzeptieren, dass der Autismus nur ein Bestandteil der Persönlichkeit ist. So wie jedes andere auch. Ja, ich habe früher, finde ich, sehr viele Fehler gemacht. Ich war sehr viel im Internet unterwegs, habe mich direkt nach der Schule ins Bett geschmissen und irgendwas geguckt. Mittlerweile sehe ich die Dinge ganz anders, dass es wichtig ist. Ich habe so eine Ideologie, dass es halt wirklich für den Menschen wichtig und essentiell ist, Kontakte aufzubauen, Freunde zu haben, ein gutes Verhältnis zur Familie und vor allem rumzukommen, etwas Neues zu sehen. Das möchte ich auf jeden Fall erleben. Ich möchte viel sehen auf dieser Welt und ich möchte auch später mal heiraten. Das möchte, glaube ich, jeder. Ein glückliches Leben stelle ich mir vor mit Frau, mit Haustieren, kleinen Kindern, die dann immer größer werden. Also ich hoffe, dass wenn ich meine Ausbildung geschafft habe, dass ich das mit einer guten Note mache und dass ich danach auch gleich einen guten Job finde und bei einer bestimmten Person wohnen kann und
mit demjenigen meine Zeit zu verbringen. Also ich wünsche mir für mein reiches Leben, dass ich zuerst einen guten Job, nach der Ausbildung einen guten Job finde. Und vielleicht noch einen Hund.